an der WISO, der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der FAU. Wir wissen natürlich, dass die meisten Veranstaltungen gerade noch online sind. Solltet ihr trotzdem mal ins Gebäude müssen oder Bücher brauchen oder einfach nur Rat wollen, zeigen wir euch jetzt die besten Spots. Also, los geht's! Ab hier mit Maskenpflicht. Wir sind gerade im Neubau und stehen vor einem unserer neuesten Hörsäle. Hier finden neben Vorlesungen auch andere Veranstaltungen abends statt, wie zum Beispiel Initiativentreffen oder auch das Unikino. Apropos Initiativen, was für Initiativen gibt's eigentlich? Lass uns doch mal hingehen. So, schauen wir mal, wer da ist. Hi! Hey, cool, dass ihr vorbeischaut. Hi, wir sind MTP, Marketing zwischen Theorie und Praxis. Wir sind Deutschlands größte studentische Marketinginitiative. Uns gibt es natürlich nicht nur in Nürnberg, sondern auch in anderen 18 Städten in Deutschland. Das heißt, wir können euch ein großes Netzwerk an Unternehmen anbieten und könnt so mehr Praxis und mehr Erfahrung im Bereich Marketing sammeln. Genau. Ihr kennt uns vielleicht auch schon von den Erstsemestertypen. Die Marken, die darin enthalten sind, sind unsere Kooperationspartner, die wöchentlich bei uns in den Plänen vorbeischauen. Wir haben aber auch andere coole Social Events, bei denen ihr immer gut Anschluss finden könnt. Super, vielen Dank. Bis demnächst. Ciao. Ciao. Man sieht sich. Weiter geht's. Hi, ich bin Jens von Stadt Erlangen-Nürnberg. Wir sind Teil eines internationalen Netzwerks gründungsbegeisterter Studierender mit Standorten in Warschau, Helsinki, Barcelona, Nürnberg und vielen mehr. Wenn auch du dich für Themen wie Gründung und Innovation interessierst oder auch mal nur kurz in die Welt der Startups reinschnuppern möchtest, dann bist du bei uns genau richtig. Man sieht sich! Hallo zusammen und ja, hallo, wir sind der RCDS, willkommen in unserem kleinen Büro. Wir sind eine Hochschulvertretung, also wir engagieren uns für euch in der Uni. Gleichzeitig machen wir auch viel mit unseren Mitgliedern zusammen. Das heißt, wir gehen einmal die Woche Badminton spielen zusammen, wir spielen ab und zu mal Fußball zusammen, wir machen auch Online-Spieleabende während jetzt Corona. Während einem normalen Semester kann man bei uns im Büro auch ein bisschen chillen, zwischen zwei Vorlesungen, man kann zusammen lernen, man tauscht sich auch gerne mit höheren oder niedrigeren Semester aus, um ein bisschen Tipps auszutauschen. Genau, weiterhin haben wir einen Drucker, wo man einfach was drucken kann, wir haben auch Kaffeemaschine. Wenn ihr Interesse habt, kommt einfach mal vorbei bei uns im Büro oder informiert euch auf unserer Internetseite. Danke und viel Spaß noch. Wir sind eine parteiunabhängige Initiative und wir vertreten eure Meinung und Interessen in verschiedenen Gremien. Habt ihr Fragen und Probleme, könnt ihr euch immer an uns wenden. Zudem fördern wir euer Studentenleben durch verschiedene Events. Falls ihr irgendwann wissen wollt, wann wir uns treffen, schaut auf unseren Social Media Kanälen auf Instagram oder Facebook vorbei. Wir wünschen euch einen tollen Studienstart an der WISO und vielleicht sieht man sich irgendwann mal. Neben den Initiativen, die sich gerade eben vorgestellt haben, gibt es aber auch noch einige andere. Falls euch dafür interessiert, dann checkt einfach mal die Webseite der FAU. Jetzt aber zum Uni-Alltag. Wir zeigen euch jetzt, wo ihr Bücher ausleihen könnt oder die besten Plätze zum Lernen findet. Also, los geht's! Wir stehen jetzt gerade hier vor unseren Sitzpools. Die werden meist zum Recherchieren oder auch einfach zum Lernen verwendet. Weitere ruhige Lernmöglichkeiten findet ihr aus dem zweiten Stock in der Bibliothek. Los geht's! So, wir sind jetzt hier bei der Bibliothek. Hier könnt ihr natürlich Bücher ausleihen, es ist aber auch für viele Studenten ein ruhiger und entspannter Ort zum Lernen. Unsere Cafeteria hat leider gerade aufgrund der aktuellen Situation geschlossen. Trotzdem habe ich hier die Möglichkeit, im Erdgeschoss bei den Automaten Getränke oder Snacks zu kaufen. Jetzt gibt es für euch noch ein paar Infos und Abschluss, Leute. Und zwar, wenn ihr euren Studentenausweis validieren wollt, dass er quasi immer up to date ist, könnt ihr das hier gleich bei der Infothek machen. Außerdem findet ihr das Link in der Infothek auf die Hausstelle. Hier könnt ihr ganz einfach Hausarbeiten oder Bachelorarbeiten einreichen und abgeben. Wenn ihr weitere Fragen haben solltet, könnt ihr natürlich auch immer in die Infothek melden. Wir hoffen, wir konnten euch jetzt einen kleinen Einblick in unsere Uni und auch in den Uni-Alltag geben. Jetzt heißt es eigentlich nur noch, euch einen coolen Semestereinstieg zu wünschen und hoffentlich sehen wir uns bald mal. Also, bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.